Hallo und herzlich willkommen bei Fletch. Wir möchten Ihnen heute die Montage unserer Baugruppen live vorführen und Ihnen dabei zeigen, wie viel Zeit Sie dabei einsparen können und wie präzise und gerade die Ausführung funktioniert. Mit dem Fletch Baugruppenservice können Sie die Verlegung und Sicherung von Kabeln präzise planen und umsetzen. Und dadurch können Sie eine Menge Zeit sparen und auch Kosten sparen, was natürlich die Produktivität der Hühner erhöht. Dabei werden wir Ihnen die speziellen Werkzeuge vorstellen, die dafür verwendet werden, mit denen auch Sie Baugruppen selber montieren können. Hier hinter uns sehen Sie zum Beispiel das CAD-Planungstool EasyRoute. Dies ist ein kostenfreies Planungstool, mit dem man Baugruppen auch selber mit nur wenigen Clips konstruieren kann. Und hier nach dieser Zeichnung, die Sie dort sehen, werden wir jetzt eine solcher Baugruppe montieren. Dabei werden wir einen kompletten Kanal montieren, was bedeutet, dass wir ihn ablenken werden, dass wir ihn durch einen seitlichen Auspuff ergänzen werden und dann anschließend mit den restlichen Formteilen der Baugruppe zusammenschrauben werden. Wir beginnen jetzt damit, den Kanal für die Montage vorzubereiten. Und dabei werden wir ihn zuerst auf die richtige Länge zurechtschneiden. Hierfür benutzen wir die MaxiCut. Bei der MaxiCut setzen wir zuerst den Längenanschlag auf die korrekte Länge, wie für diesen Kanal auf 300 mm. Nachdem wir jetzt den Längenanschlag fixiert haben, können wir anschließend den Kanal ganz einfach von der Seite durch die Schneidplatten in die MaxiCut einführen. Und wenn dieser fest am Längenanschlag anliegt, werden wir nun einen Fußschalter betätigen und anschließend den Kanal auf die richtige Länge zurechtschneiden. Jetzt können wir hier den Längenanschlag umklappen, dann den Industriekanal aus der MaxiCut herausnehmen und anschließend auch sofort wieder den Deckel des Industriekanals auf die korrekte Länge zurechtschneiden. Dieser wird wieder durch die Schneidplatten eingeführt und nachdem dieser fest am Längenanschlag anliegt, zurechtgeschnitten. Gerade hier lässt sich festhalten, dass gegenüber der konventionellen Bearbeitung mit der Flex sich bis zu 90% der Zeit einsparen lässt, wenn man die MaxiCut verwendet. Nachdem wir jetzt den Industriekanal auf die korrekte Länge zurechtgeschnitten haben, werden wir in dem nächsten Schritt Verbindungsbohrung stanzen. Dazu nehmen wir hier die Lochzange und die Verbindungsbohrung können wir ganz einfach, wenn wir die Lochzange an den Industriekanal anlegen, stanzen. Und mit diesen Verbindungsbohrungen werden wir dann später auch den Kanal mit den restlichen Formteilen der Baugruppe zusammenschrauben. Nachdem wir jetzt hier zwei Verbindungsbohrungen an jedes Ende des Kanals gestanzt haben, können wir im nächsten Schritt den Kanal durch einen seitlichen Auspuff ergänzen. Hierzu nehmen wir die elektrohydraulische Auspuffstanze. Da können wir jetzt die Umkantung des Kanals zuerst an der hinteren kleineren Schneide der Ausklingstanze anlegen und dann auch wieder den Fußschalter betätigen, mit dem dann die Umkantung ausgestanzt wird. Anschließend drehen wir den Kanal um und können ihn jetzt mit der vorderen großen Schneide der Ausklingstanze auf die Seitenwand des Kanals ausstanzen. Dabei lässt sich die Tiefe der Ausklinkung auch ganz einfach einstellen. Mit einem zweiten Mal ausstanzen setzen wir jetzt die Tiefe auf 75 mm. Im nächsten Schritt werden wir nun Radien an die Ecken des Kanals stanzen. Hierfür benutzen wir die Radienzange. Diese lässt sich ganz einfach an den Ecken des Kanals ansetzen und sich so schnell und einfach ein Radius stanzen. Die Ecken sind dadurch sehr sauber abgerundet. Durch die gradarme Ausführung wird zudem das Verletzungsrisiko für Mensch und Kabel minimiert. Wie Sie sehen, ist die Radienzange auch direkt nach dem Ausstanzen wiederverwendbar und die Ecken sind sehr sauber abgerundet. Im nächsten Schritt werden wir nun ein
Kantenschutz in den seitlichen Ausbruch einsetzen. Mit den perforierten Säuberstellen am Kantenschutz lässt sich die Höhe des Kantenschutzes optimal einstellen. Im nächsten Schritt müssen wir diesen nur noch von oben in den Ausbruch einsetzen. Wir sind nun mit dem unteren Teil des Kanals fertig und widmen uns nun dem Deckel. In den Deckel werden wir mittig eine Mulde einbringen, der dann danach den Deckel mit dem Kanal verschließt. Hierfür verwenden wir wieder die elektrohydraulische Ausbringstanze, diesmal aber mit einem anderen Aufsatz. Der Deckel lässt sich ganz einfach einführen und wir können eine Mulde einbringen. Für den nächsten Schritt nehmen wir uns nun eine Regelschraube und einen Regelflügel hinzu. Die Regelschraube legen wir auf einen Gegenhalter und positionieren die Decke mit der eingebrachten Mulde darüber. Anschließend müssen wir nur noch den Regelflügel darauf legen. Um die einzelnen Teile nun miteinander zu fixieren, benötigen wir einen Presston und einen Hammer. Den Presston werden wir auf der Regelschraube positionieren und diese mit einem kräftigen, präzisen Hammerschlag verfolgen. Die Regelschraube ist nun verformt und hält den Riegel fest am Deckel. Den Deckel können wir nun auf den Kanal setzen und diesen verschließen. Um unsere Baugruppe nun fertigzustellen, müssen wir unseren Kanal nun einfach nur noch mit den anderen Formteilen der Baugruppe zusammenbringen. Wir haben das schon mal ein bisschen vorbereitet. Hier ist unser Kanal. Die einzelnen Teile schieben wir nun einfach zusammen und verschrauben sie durch die Verbindungsbohrung, die wir vorher gestartet haben. Wie Sie sehen, lässt sich mit den Flitzprodukten eine Menge Zeit einsparen. Ein weiterer Vorteil ist, sie geben sehr präzise Ausführung. Es ist dabei ganz egal, ob Sie die Baugruppe fertig montiert bestellen oder selber mit den Flitzwerkzeugen arbeiten. Alle Schritte sind stets präzise und sauber ausgeführt. Falls Sie noch Fragen haben sollten, können Sie sich gerne an die Flitzmitarbeiter wenden. Unsere Baugruppe ist nun fertig montiert. Und wir sind am Ende unserer Präsentation angelangt. Wir bedanken uns für Ihre Aufmerksamkeit und wünschen Ihnen noch einen schönen Tag auf der Messe.